Mobilität für alle. Alte Fahrräder in neuem Glanz. Die warme Jahreszeit bricht an und was gibt es Schöneres als eine Tour mit dem Fahrrad? Leider können sich aber genau das immer mehr Menschen nicht leisten. Deswegen gibt es die Möglichkeit, als Hartz-IV-Empfänger ein Fahrrad gestellt zu bekommen. In der Selbsthilfewerkstatt auf dem ehemaligen Dippehof in Quedlinburg werden alte Fahrräder dafür wieder aufgearbeitet und verkehrssicher gemacht. Die Fahrräder werden zum Teil von Bürgern im gesamten Harzkreis, also von Ballenstedt bis über Harzgerode bis Wernigerode und hier in Quedlinburg angeliefert. Oder wir stellen eine Tour zusammen, so, wo wir dann ab 20, 30 Fahrrädern eine Tour machen und alle Fahrräder einsammeln, die dann von den Bürgern gespendet wurden. Was passiert mit den Fahrrädern, wenn die hier ankommen, bevor die wieder an Arbeitslose herausgegeben werden? Fahrräder werden erstmal grundsätzlich auf Sicherheit überprüft, auf Funktion, werden dann teilweise demontiert. Der Schrott wird wieder dafür genutzt, um neue Teile zu kaufen und die Fahrräder werden dann in einem verkehrssicheren Zustand an die Bürger übergeben. Die Selbsthilfewerkstatt ist von der COBA Harz in Zusammenarbeit mit dem Europa-Aktionsforum e.V. als Arbeitsmaßnahme angelegt. Den Teilnehmern macht ihre Arbeit sichtlich Spaß. Von den Hartz-IV-Empfängern wird der Service sehr gut angenommen. Also wir wissen zurzeit nicht, wo wir noch Fahrräder hernehmen sollten. Jetzt bei dem schönen Wetter natürlich gehen viele Fahrräder auch raus. Also es wird sehr gut angenommen. Wie gut das Angebot ankommt, sehen wir spontan selbst während unserer Dreharbeiten. André Wust schaut in der Werkstatt vorbei, um für sich und seine Frau das passende Gefährt für den Sommer zu finden. Seinen Hartz-IV-Bescheid hat er direkt mitgebracht. Gucke ich, ob er auch gültig ist noch. Ist er ganz frisch? Meine Fresse. Ist aktueller. Ja. So, dann kannst du dir ein Fahrrad aussuchen, Herren- oder Damenfahrrad? Da wollte ich fragen, weil meine Frau, kann jetzt nur für mich oder für mich und meine Frau? Kannst für dich und deine Frau. Wir haben so viele Fahrräder zurzeit, dass es möglich ist. Früher haben wir gemacht nur eins im halben Jahr pro Familie. Mhm. Jetzt können wir es machen, dass wir zwei Fahrräder rauskriegen. Gut, das wollte ich mich fragen. Dann wollte ich gerne ein Herrenrad und ein Damenrad. Freie Auswahl. Außer die gelben, wie gesagt. Ne? Außer wo die gelben Zettel drauf sind, genau. Wie findest du denn die Möglichkeit, dass es sowas überhaupt gibt? Na wunderbar, für mich als Hartz-IV-Empfänger ganz gute Lösung, weil ich kann mir so keine Fahrräder leisten. Und ich habe davon in der Zeitung gelesen und dachte mir, warum nicht, guck's mal hin. Und habe das vielleicht sehr gut gefunden und kann damit bei mir zu Hause in meinem Ort ein bisschen rumfahren. Was ja bei dem Wetter wahrscheinlich auch riesen Spaß macht. Definitiv bei dem Wetter, wenn es so bleibt. Jeder ist in der Selbsthilfewerkstatt willkommen, egal ob arbeitslos oder nicht. Wer will, kann an der Werkbank selbst Hand an seinen Drahtesel anlegen. In unzähligen Kisten und Regalen finden sich tausende Ersatzteile für garantiert jedes Fahrrad. Wer sich das selbst nicht zutraut, kann die Arbeit natürlich auch den Profis überlassen. Sie können auch, darum heißt es ja Selbsthilfewerkstatt, natürlich hierher kommen, wenn Sie eine Panne haben, eine Bremse defekt ist und eine Lampe. Wir reparieren das kostenlos. Wir wären froh, wenn dann auch von den Leuten, wir haben hier so eine kleine Schweinchen stehen, kleine Spende reingeschmissen wird, wo wir dann eben neue Ersatzteile kaufen, wie Lampen und Glühbirnen und Seilzüge und alles, was man eben so braucht. Direkt neben der Fahrradwerkstatt befindet sich das Sozialkaufhaus. Hier bekommen Bedürftige alles, was sie zum Leben brauchen. In der Kleiderkammer kann sich gegen Vorlage eines Hartz-IV-Bescheides jeder einmal im Monat mit Kleidung versorgen. Auch hier wieder gegen eine kleine Spende. Das Gleiche gilt auch für Bettwäsche und andere Textilien. Die Möbelabteilung bietet von der Einbauküche über Sofas und Lampen bis hin zu Geschirr und Fernsehern alles für die Inneneinrichtung. Hier gelten Festpreise, die allerdings für den Geldbeutel der Bedürftigen angemessen sind. Die Fahrradwerkstatt ist von montags bis freitags zwischen 8 und 14.30 Uhr geöffnet, das Sozialkaufhaus sogar bis 18 Uhr. Weitere Informationen bekommen Sie unter der eingeblendeten Telefonnummer.